So, jetzt komme ich nochmal auf die Messerstecherei in Solingen zu sprechen, was ja kein schönes Thema ist, was sich im Moment in Deutschland abspielt, diese ganzen Messerstechereien, wie auch immer die da zustande kommen. Und zwar haben wir dann ja auch gesehen, nachher die heuchlerischen Auftritte von der Politik, wie sie auch bei der sogenannten, Trauerrede vor der Presse standen und die Bürger gar nicht rankamen, wie Olaf Scholz und Wüst und der Beckamp und da standen mit angeblich betröppeltem Gesicht. Und nun kommt es ja raus im Endeffekt, dass der Bürgermeister von Solingen, der Beckamp, dass gegen ihn seit Juni wegen Schleuseraktivitäten ermittelt wird. Also das hat er auch selber auch bestätigt, was auch immer da dran sein soll. Natürlich gibt es dahin auch noch die Unschuldsvermutung, das ist natürlich klar. Aber das ist natürlich schon ein starkes Stück. Und wenn man denn so sieht, von Nius und der Beckamp, die haben ja ein kurzes Video zusammengetragen, was er dazu sagt, dass die Neubürger zu uns kommen sollen, das sollt ihr euch mal anhören. Da erscheint ja vieles, was da passiert, jetzt in einem ganz anderen Licht. Im Endeffekt hat er eigentlich diese mit dazu beigetragen, dass dieser Terror auch nach Solingen hinkommt. Also ich werde das jetzt mal abspielen. Also wirklich sehr interessant, das Ganze. Aus vielen Farben, aus vielen Geschmäckern, aus vielen Gerüchen. Und wie schön, dass der Meckerpeter mal zu Hause geblieben ist. Der Bürgermeister von Solingen, seines Zeichens bisher nicht besonders in Erscheinung getreten, aber jetzt völlig klar wohl einer derjenigen, die genau dafür verantwortlich sind, warum all diese Messertaten in Deutschland passieren. War das ein Anschlag, den man verübt hat, weil man beispielsweise vielleicht gegen Ausländer ist? Also da gibt es diverse Möglichkeiten, die dahinter stehen. Wir lassen uns in solchen Zeiten nicht spalten, sondern stehen zusammen und lassen es auch nicht zu, dass ein solch furchtbarer Anschlag die Gesellschaft spaltet. Deswegen auch mein dringender Appell an denjenigen, die jetzt Hass sehen wollen, ob dieser furchtbaren Tat, lassen Sie sich nicht davon beeindrucken, diese Gesellschaft muss jetzt gerade in solch schweren Stunden zusammenstehen. Dass wir nicht denen Recht geben, die immer auf Angst setzen. Dass wir nicht mehr Grenzen brauchen und schon gar keine Obergrenzen brauchen, sondern dass wir Freiheit, Toleranz und ein gutes Zusammenleben. Er spricht davon, dass es am besten gar keine Grenzen gäbe, schon gar keine Obergrenzen. Und genau das ist die Ursache dafür, dass immer mehr und immer häufiger, öfter, überall solche Taten geschehen. Denn die Herausforderung war ja, nachdem im Jahr 2015 und 2016 die vielen Menschen vor Krieg und Terror hierhin zu uns geflüchtet sind, dass wir diese Menschen willkommen heißen, aber auch bei uns integrieren, sie zu Nachbarinnen und Nachbarn werden lassen und die wirklich willkommen heißen. Und da können wir wirklich stolz sein auf unser Solingen. Hunderte von Ehrenamtlichen in Kirchengemeinden, in Wohlfahrtsverbänden, in neuen Organisationen haben sich zusammengeschlossen und sorgen bis heute dafür, dass das Ankommen in Wohnungen gelingt. Gegen Tim Kurzbach wird seit Juni 2024 wegen Verwicklung in Schleuseraktivitäten ermittelt. Und insofern muss jeder auch mit sich das klar machen und ausmachen, ob er beispielsweise zu Festivitäten geht, ob er zu Fußballspielen geht, ob er im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs ist. Aber die Konsequenz, wenn man zu all dem Nein sagen würde, wäre ja die, dass man sich zu Hause einschließen müsste. Ja, das sind schon starke Aussagen, wenn Leute sich Gedanken machen müssen, ob sie noch aus dem Haus rausgehen müssen. Das ist ja wirklich, wirklich wahr. So weit ist es in Deutschland schon gekommen. Durch solche Politiker, die anscheinend sich auch ein zweites Standbein oder ein Zuverdienst neben ihren schon üppigen Gehältern machen. Denn wie gesagt, Eckhard Göring, ihr Mann, ist ja auch involviert mit dem Flüchtlingsschiff. Und ich denke mal, dass da auch unheimliche Aktivitäten laufen, weil das auch irgendwo eine unheimliche Einnahmequelle geworden ist für einige Leute und die das Ganze auch forcieren. Und wenn man da Nancy Faeser wieder da sieht, dieses politische Brechmittel, dann weiß man ja schon, wo Deutschland, sage ich mal, wie tief dieses Land politisch gesunken ist. Da redet sie, dass wir zusammenstehen sollen und so weiter und so fort. Also mit solchen Personen kann man nicht zusammenstehen. Die kann man nur auf das andere Ufer schieben, im Endeffekt, damit man großen Abstand hat zu solchen Leuten.
weil die sind so verlogen und so falsch, das kann man gar nicht glauben, dass sie nicht mal einen Anstand haben, auch so wie mit Kompakt, mit der Zeitschrift, was die da abgezogen hat, dass sie dann irgendwann mal ihren Rücktritt einreichen. Denn diese Altparteien, die scheinen wohl alle irgendwie um ihr korruptes System, was da sich hinter aufgebaut hat, unheimlich zu zittern. Wie gesagt, früher musste schon der Gutenberg schon, oder ist zurückgetreten, weil er seine Doktorarbeit nicht ganz sauber ausgeführt hat. Und das ist ja ein Kleinkram gegen das, was jetzt hier passiert. Also das ist, der Sache ist schwer beizukommen, weil die verbergen diesen ganzen Kram nicht mal mehr, was sich da abspielt. Die sind ohne Hemmung und führen das vor den Bürgern aus, weil sie wissen, es kann denen im Endeffekt nicht viel passieren, weil kein Staatsanwalt wird diese Leute anklagen, weil sie die im Griff haben, wie bei uns in Schleswig-Holstein. Ein riesengroßes Problem, was wir haben jetzt im Moment.